Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wenn man einen Satz in vier Wänden rückwärts schaut, läuft eine dicke Frau durchs Haus und verwüstet die ganze Bude. Ich wundere mich, was Leute mit der gewonnenen Zeit machen, wenn sie K statt OK schreiben. Gerade ein Lob von meinem Chef bekommen. Er sagte, so einen unfähigen Mitarbeiter hatte ich noch nie. Er hat mich Mitarbeiter genannt. Ich habe mir einen Schuh aus Lego gebaut. Wenn man auf einen Legostein drauf tritt, tut's nicht mehr weh. Man wird nur noch größer. Ach ja, bald ist wieder Halloween, der Tag, an dem die Kinder freiwillig zu meinem Haus kommen und Süßigkeiten wollen. Habe heute ein kleines Kind im Meer ertrinken sehen. Zum Glück konnte ich es noch retten. Mit meiner Harpune. In meiner Klasse sind zwei Ausländer, Wolfgang und Eva. Gestern war meine Frau wie ein wildes Tier im Bett. Also habe ich sie erschossen. Dieser Moment, wenn der Sandmann total cool ist. Ich meine, er ist ein Kerl, der nachts in fremde Häuser einbricht und den Leuten, während sie schlafen, Sand in die Fresse wirft. Sag mal 9 auf Englisch. Nein? Warum nicht? Ist es hier auf YouTube jetzt irgendwie tight, mit so brutalen Anglizismen seine Sentence zu dressen? Aha, du willst mich also mit deinen Fremdwörtern imprägnieren. Ich mag deinen Namen. Danke, hab ihn zum Geburtstag bekommen. Gerade eben hat jemand meine Einfahrt zum Wenden benutzt. Jetzt stehe ich draußen mit zwei Bier und einem einsamen Gesicht. Dein Zimmer sieht aus wie eine Mülldeponie, meinte meine Mutter, als sie den Raum betrat. Fast hätte ich sie durch das Geschrei der Möwen nicht mehr gehört. Banane klingt für mich zu gesund. Ich bevorzuge den Begriff Affensnickers. Mein Lieblingsvideospielheld ist der Lange von Tetris. In New York darf man nun erst ab einem Alter von 21 Jahren Zigaretten kaufen. Bürgermeister, die kleinen Pisser sollen erstmal richtig schießen lernen. Mit einem Herz ist alles viel romantischer, seht selbst. Ich hab grad so den Sprühschiss. An alle, die sich fragen, warum Mädchen immer zu zweit auf die Toilette gehen, ich bin mal alleine gegangen, wurde von einem Troll attackiert. Na, kleines Mädchen, hast du nicht Angst, nachts in dieser dunklen Gasse rumzulaufen? Früher, als ich noch lebte, schon. Rosen sind rot, ich bin blau, wollen wir ficken, du geile Sau. Kann nicht schlafen, weil ich nicht weiß, ob es Schildkröten traurig macht, dass sie keine Haare haben. Meister Popper sieht schon derbe aus wie ein Skinhead. Waschen Sie mit dem neuen Meister Popper Doppelaria, denn nur weiße Wäsche ist rein. Was kaum jemand weiß, es gibt eine weltweite Verschwörung der Fußbodenleger. Sie nennen sich die Laminati. Meine Tochter wünscht sich ein Pony zu Weihnachten. Naja, bis jetzt gab es immer Ente, aber ist immer was anderes. Lehrer, nenn mir vier Körperteile. Schüler, Hals, Maul, Arsch, Gesicht. Die Tatsache, dass der Griff einer Axt aus Holz besteht, ist irgendwie das ultimative Fuck you an alle Bäume. Dieser Moment, wenn andere Mädchen aus deiner Klasse: Oh mein Gott, 32 Kilo, ich bin so fett, ich bring mich um. Und du so: Was, nur 169 Kilo, da kann ich noch einen Keks vertragen. Birne Ingwer, Grapefruit, Kaktusfeige, stopp Bierversuche, jetzt. Das Beste am Überraschungsei ist der knusprige Kern. Ich hatte letztens eine heftige Schlägerei, so richtig schön 2 gegen 2. Mein Kumpel und ich gegen eine Schwangere. Jo Leute, gebt mir einen Daumen rauf, wenn ich dieses Format weiterführen soll und schreibt mir doch euren Lieblingswitz unten in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Montag.